geschrieben wurde. Das gibt's echt nur alle Jubeljahre. Und wir haben überlegt, wem könnte man diese Aufgabe zutrauen? Und da gab es eigentlich nur einen. Er ist wirklich der erfolgreichste Musiker in Deutschland der Zeit. Und er hat gerne diese Aufgabe übernommen. Und es ist ein Lied, was direkt ins Blut, ins Herz und ins Ohr geht. Jetzt die Showpremiere von Ich frag die Maus. Und hier ist der Mark Foster. Wo geht der Astronaut aufs Klo? Wer wohnt auf dem Mond? Und wie komme ich da hoch? Reden Fische unter Wasser? Wer wählt den Bundeskanzler? Wann geht die Ampel auf Rot? Wie wird die Brezel braun? Wie lädt das Handy auf? Wie alt ist unser Baum? Wo kann man Elefanten wiegen? Wann schläft die Hausfliege? Warum sind Mäuse so schlau? Ich frag die Maus, ich frag die Löcher im Bauch. Und ich weiß, für mich findet es raus. Ich frag die Maus, ich will alles wissen genau. Und ich schläge mir die Fragen nicht aus. Ich frag die Maus, ich frag die Löcher im Bauch. Und ich weiß, für mich findet es raus. Ich frag die Maus, ich will alles wissen genau. Und schläge mir die Fragen, die 132.229,5 fragen mich aus. Wie macht man Kartoffelchips? Wozu der Brötchenschlitz? Wo wachsen die Pommes frites? Was macht mein Brillenglas? Denn endlich seh ich was. Wie wird der Bleistift spitz? Wie hält ein Reißverschluss? Wann fällt die Kokosnuss? Wer füllt den Schokokuss? Wie kommt der ganze Müll ins Meer? Wer räumt es wieder leer? Und woher hat die Maus es gelernt? Ich frag die Maus, ich frag die Löcher am Bauch. Und ich weiß, für mich findet sie's raus. Ich frag die Maus, ich will alles wissen genau. Und ich schläge mir die Fragen nicht aus. Ich frag die Maus, ich frag die Löcher am Bauch. Und ich weiß, für mich findet sie's raus. Ich frag die Maus, ich will alles wissen genau. Und ich schläge mir die Fragen nicht aus. Ich frag die Maus, wie man unter der Erde was sieht. Ich frag kein Blöd, hast du irgendwas kapiert? Ich frage Christoph, wie oft wird schon dein Pulli repariert? Ich frag den Elefant, wie er das macht, dass er so gut klingt. Ich frag die Maus, ich frag die Löcher am Bauch. Und ich weiß, für mich findet sie's raus. Ich frag die Maus, ich will alles wissen genau. Und ich schläge mir die Fragen nicht aus. Ich frag die Maus, ich frag die Löcher am Bauch. Ich weiß, für mich findet es raus. Ich frag die Maus, ich will alles wissen genau. Und schläge mir die Fragen, die 132.229,5 fragen mich aus. Mark Foster und seine Band mit Ich frag die Maus. Und damit haben wir eine neue Hymne. Die Showpremiere heute hier im Ersten. Mark Foster, ich frag die Maus. Ja. Mark, komm wieder zu uns. Sehr gerne. Bravo. Cool. Wirklich der Ohrwurm. Viel Text. Stefanie, wie geht's dir? Du singst ja auch. Ja, es geht voll ins Ohr. Ich würde gerne mehr hören. Aber gut, wir müssen uns ja jetzt wieder konzentrieren. Wir müssen noch die, weißt du, wir müssen liegen hinten, haben wir gerade gesehen. Nein, aber für alle, die jetzt wissen wollen, Mensch, wie entsteht so ein Lied? Das ist in der ARD-Mediathek zu besichtigen, in der Sendung mit der Maus. Letzte Woche hat Marc das erklärt, hat einen tollen Beitrag dazu gemacht. Und morgen bei dem 50. Jubiläum von Sendung mit der Maus gibt es dann extra lange und deswegen schon um 9 aufstehen, lohnt sich. Da guckt die Maus dann in die Zukunft. Marc, aber wie kriegt man so ein Lied wieder raus? Ich habe jetzt voll den Ohrwurm. Ich auch, ehrlich gesagt. Also ich habe wirklich bei der Entstehung von dem Song, ich bin wirklich wochenlang nur rumgelaufen mit Ich frag die Maus, bin nur rumgelaufen. So. Das, ist das halt, war das Erste, was du hattest, du wusstest, das ist die Line, oder? Ja, als Erstes hatte ich die Fragen. Als Erstes, glaube die erste Zeile war, wo geht ein Astronaut aufs Klo? Das hätte ich den Alexander Gerst auch gerne gefragt. Jetzt wissen wir sogar, wo die Unterwäsche bleibt. Genau, ich will jetzt nicht wissen, wo er aufs Klo geht. Das wäre jetzt zu viel für heute. Wir haben noch
ein bisschen was vor, denn es gibt noch einen Set.